Guck dir das an, ein wildes Plinfer? Natürlich nicht. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir haben heute drei Dinge, die seht ihr nicht, weil ich meine Hand unterm Bildschirm habe. Drei Dinge, dazu aber gleich mehr, sonst falle ich hier die Treppe runter. So, wir haben die Treppe überlebt. Wir kommen jetzt zu den drei Dingen. Erstens bin ich gerade aufgestiegen mit Die Flauschige zu super Freunden. Das sehen wir hier. Ihr seht, heute geht es um kleine Dinge. Dann habe ich was, wurde vorhin gepostet. Der Krals, oder wie der Visa-Fan TV immer sagt, Charles, der ignoriert gekonnt immer das R vorne im Namen, was so spezifisch für ihn ist. Der Krals hat schon wieder irgendwas im Datenverkehr gefunden. Da sind schon wieder neue Generation 5 Pokémon vorhanden. Was bedeutet das? Kommen die bald ins Spiel? Ihr wisst, demnächst ist ja hier Event. Heute Abend. Vergesst nicht, heute Abend 22 Uhr ist das Mondneuer-Event. Schön tauschen, mit Freunden interagieren, wegen Glücksfreunden, wegen Glücks-Pokémon immer schön Pokémon tauschen. Erhöhte Chancen. Macht deshalb erst ab 22 Uhr Geschenke auf. Also ihr könnt ja vorher schon schicken. Wenn die anderen öffnen, sind sie selber schuld. Aber wenn ihr Glücksfreunde haben wollt, erst ab 22 Uhr heute würde ich empfehlen, wenn das möglich ist. Obwohl, wenn das jeder macht, ne. Macht einfach auf, macht einfach, was ihr wollt. Hier seht ihr auf jeden Fall die normalen und die schillernden Varianten als Bilder hinzugefügt bei dem Surfer. Das muss aber nichts heißen. Das kann ja trotzdem noch 10 Jahre dauern, bis das dann ins Spiel kommt. Bei dem ersten, oben links und in der Mitte links, wissen wir ja, dass sie bei dem Pico Chiller oder wie das heißt, Tag, Event, sonst was hinzugefügt werden. Also ab heute Abend. Jetzt muss ich auch mal hier rüber. Bei dem Rest weiß ich nicht, was das zu sagen hat, da die eben alle gleichzeitig jetzt aufgetreten sind. Ob es da vielleicht doch noch mehr gibt, das werden wir herausfinden müssen. Und drittens, habe ich noch genau 5 Minuten, um an die gelbe Arena zu kommen. Heute ist nämlich wieder X-Ray mit Regi Gigas. Und bis jetzt hat sich nur der Kenny eingetragen. Und ich muss 2 Handys mitnehmen, vom Fischi und vom Gefer, da die keine Zeit haben. Ist nämlich heute eine sehr ungünstige Zeit. 10.30 Uhr. Wer hat am, was ist heute überhaupt, Freitag? Wer hat am Freitag 10.30 Uhr schon Zeit für Pokémon, ne? Außer ich. Deswegen gehen wir los, machen jetzt mal den X-Raid. Gucken wir, ob wir heute noch ein gutes bekommen. Es ist ja immer noch Regi Gigas drin. Und ja, ob noch ein paar Leute da sind vor allem. Manche kündigen sich ja nicht an, stehen dann trotzdem mit 1000 Mann dort. Ist das eine Gurke? Ich hasse das, jedes Mal angehupt zu werden. Aber Hauptsache im Video und erstmal schön erschrocken. Egal, wir melden uns zurück. Das war nämlich der Kenny. Wir müssen eh wieder 2 Runden machen. Der hat in der ersten nämlich 2 Accounts, in der zweiten nochmal 4. Mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Im Endeffekt sind wir nur zu zweit. Wir werden uns da schon reinfuchsen. Vielleicht geht auch alles nach hinten los. Wir probieren es einfach raus. So, wir sind jetzt also angekommen. 8 Leute sind auf jeden Fall schon drin. Wir werfen hier mal den Pass ein. Dann hätte es wahrscheinlich sogar gereicht, wenn ich einfach nur einen Account jetzt mitgenommen hätte. Denn wie gesagt, ich muss ja den, den Fischi mitnehmen und ich muss den Gefer mitnehmen. Jetzt wollte ich mit 3 Accounts in der ersten Runde mitmachen. Aber der Kenny braucht eh noch eine zweite Runde. Da wollte ich dann eben mit Adi seinem Account, ja, meine Katze hat einen eigenen Account, in der zweiten Runde mitmachen. Aber jetzt haben wir das anders aufgeteilt und jetzt weiß ich auch, wieso der Kenny gehupt hat. Er hat nämlich gesagt, dass ich mich immer beschwere, dass zu wenig Action in die Videos ist. Deswegen hat er mal gehupt, dass da mal ordentlich Action reinkommt. Ich warte jetzt mal kurz, bis die Zeit abgelaufen ist. Wir melden uns dann im Kampf zurück. Gucken, ob es flüssig runtergeht. Vielleicht filme ich den zweiten auch noch mit ab. Mal sehen. Habe jetzt auf jeden Fall 2 Handys am Start hier in der zweiten Runde. Nochmal 2 Handys. Da können wir ja mal gucken. Die Folge schön in die Länge strecken. 2 Runden, 2 Accounts jeweils, ist schön aufgeteilt. Sonst hätte ich wieder hier mit meinem blöden Brettchen dastehen müssen und 3 Handys drauf. So funktioniert das aber wunderbar. So. Und los geht die wilde Fahrt.
Es zeigt natürlich nichts an. Jetzt hat es schon extra Meter groß vorne reingeknallt mit Stahlattacken, was nicht effektiv ist. Da hätte ich auch was anderes nehmen können. Danach hat es Machomai rein, vier Stück, 2 Meter groß hat es und 4 Machomai. Da hätte ich ruhig gleich 6 Machomai nehmen können. Machomai ja auch Kandidat eben für den nächsten Community Day. Obwohl ich finde, man hat damals so viele Machomai Raids gemacht, als es noch nicht so coole Legendäre gab. Ich habe 600er Machomai mittlerweile, habt ihr auch hochgezogen. Ich habe keine Ahnung, wenn ich einen nicht legendären Raid gemacht habe, habe ich immer Machomai Raids gemacht. Auch für die Bonbons oder so. Jedes, was schlecht war, hat mich gefreut, dass ich dann gelbe Bären drauf werfe, das eben für die Bonbons mitnehmen. Jetzt habe ich meine Armee am Start, die kommt auch fast immer zum Einsatz bei fast allen Pokémon. Und da nochmal einen Seed Day, wenn man schon die Shinies hat und wenn man schon 6 Stück hochgezogen hat, ist für mich eigentlich komplett uninteressant. Die Leute, die noch keine Armee haben, aber ein paar gute haben, die noch hochziehen wollen, Bonbons brauchen oder denen das Shiny fehlt, für die ist das natürlich interessant. Aber für die ist natürlich auch Rihorn interessant. Weil wenn die das nicht als Shiny haben, das andere haben sie auch nicht als Shiny. Also die haben dadurch ja keinen Verlust, aber die Leute, die schon alles haben, für die ist es dann weniger interessant, außer halt die neue Attacke. Aber die neue Attacke ist ja auch wieder nur für PvP vielleicht interessant und braucht ihr jetzt nicht wirklich für Raids. Ich spiele aber lieber Raids als PvP, deswegen eindeutig immer noch Rihorn an erster Stelle. Da ist auch schon das Regigigas besiegt, 187, wieder mal die Zahl, die einen verfolgt. 187 Sekunden noch übrig. Es schrumpft und ich weiß, die Werte zwar jetzt nicht, aber wir sehen ja, wer das höhere hat von den beiden hier. 24,37, 24,13. Ich meine, ich fange es ja sowieso, da ist es ja egal, was es jetzt gerade für einen Wert hat. So, Kreis einstellen. Einfach fabelhaft, ne? Finde ich, lässt sich trotzdem auch gut fangen. Bleibt auch meistens relativ fix drin. Erster Ball drin. Was will man mehr? So muss es sein. Hat ja auch nur einen Orangenkreis. Jetzt müssen wir es noch bewerten und sehen bestimmt, dass es wieder schlecht ist. Naja, das ist nix. Wenigstens 15 Angriff müsste es haben, dann wäre es genial. Wir fangen jetzt noch das zweite hier auf dem Account vom, wer ist das jetzt, vom Fischi. Genau, ich habe den jetzt mitgenommen, weil den Gefahr nehme ich in der zweiten Runde, weil das besser von der Aufteilung her ist. Wie ihr seht, laufe ich gerade mit Kyogre, beziehungsweise Kyogre schwebt gerade neben mir rum. Können wir das Krabi noch mitnehmen. Hier werfen wir gleichzeitig den noch, auch einfach fabelhaft. So muss es sein, deswegen, ich nehme eigentlich immer 2 Handys zum Fangen, da muss ich nicht so lange warten, bis das angreift, weil auf irgendeinem greift es ja sowieso immer an und dann könnt ihr da wenigstens schon werfen. Jetzt habe ich es natürlich verpasst, weil ich auf dem Krabi rumgedrückt habe. Aber wieder einfach fabelhaft. Wir machen hier mal die Aufnahme zu Ende, stoppen die mal, melden uns dann um. Hier ist es jetzt auch drin, auch gefangen, wie man sieht, also kein Problem. Das dürfte aber natürlich noch schlechter sein. Das brauchen wir uns eigentlich gar nicht angucken. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich den Adi-Account hier drauf habe. Meld mich auf jeden Fall gleich wieder. So, wir haben uns frisch umgemeldet. Jetzt haben wir den Gefer seinen Account noch am Start. Hier seht ihr jetzt Adi, ne? Adi the Cat mit seinem eigenen Account. Level 35 ist er schon. Richtig krass. Aber die Katze hat ja auch Zeit zum Spielen, ne? Wenn sich sonst keiner mit beschäftigt, spielt eben Pokémon. So muss sie das machen. Wir werfen den Pass ein. Jetzt sind wir natürlich weniger. Obwohl, vielleicht sind wir auch mehr. Weil der Kenny hat ja jetzt 4 Accounts am Start. Statt 1 oder 2. Statt 2, 4. Das sind 2 mehr. Dafür fehlt wahrscheinlich Geige und die Dame. Wo ich immer nicht weiß, wer das ist. Aber Harald steht noch da. Der hat ja auch immer, macht meistens mehrere Runden. Kann sein, dass wir im Prinzip genauso viel sind wie vorher. Ich weiß es nicht. So, der Kampf hat begonnen. Da hinten sehe ich ominöses Treiben. Leider kann ich nichts erkennen großartig, weil ich so schlechte Augen habe. Erst fährt ein Sixpack von der Polizei dorthin, dann halten die dort. Dann kommt eine dicke Karre angefahren, mit überhöhter Geschwindigkeit. Dann steigt eine Dame aus, alle umarmen sich, halten sich fest und freuen sich. Was ist da los?
Übergabe. Muss man gleich filmen. Ich glaube, das Theater ist beliebter Treffpunkt. Da sieht man immer Polizeiautos am Start. Diesmal hat es wenigstens kein Metagross reingehauen. Diesmal hat es hier Gardevoir, Despotar. Komischerweise keine Macho Mai. Entweder hat der Account keine oder. Da muss wohl der Community Day her, um ein paar Macho Mai zu holen. Zwar ohne die Attacke, aber erstmal um Bonbons zu farmen, ein paar zu entwickeln. Der hat bestimmt ein paar drauf zum Entwickeln, aber keine Bonbons. Mit dem mache ich ja eigentlich nichts. Ich mache dann immer nur Raids, und wenn ich genug Sonderbonbons habe, schmeiße ich die dann immer in ein ganz normales Pokémon, um das endlich mal zu entwickeln. Aber das dauert natürlich. Der Harald ist mittlerweile auch weggefahren. Der macht also doch keine zweite Runde. Da habe ich mich getäuscht. Ne? Trotzdem 7 Leute und Zeit ist fast relativ gleich. Wir sind jetzt schon bei ein Viertel ist es noch ungefähr. 200 Sekunden. Vorhin waren wir bei 187. Mewtwo am Start, genau. Hattet ihr heute auch X-Raid? Schreibt's mal in die Kommentare und habt ihr ein gutes, was ist euer bestes Regigigas, was ihr bisher habt? Ich glaube, mein bestes müsste ein 96er sein. Mit, hat das 15? Ich glaube, wenn das 15 hat und das ist das Beste, was ich habe, ist es weg ist, dann ziehe ich das trotzdem einfach mal hoch. Ich habe nämlich seitdem diese Spezialforschung war mit Regigigas direkt alle Sonderbonbons einfach auf das Level 15er gepfropft und habe jetzt fast 300 Bonbons von Regigigas oder so und habe immer gewartet, bis ich ein gutes bekomme zum Hochziehen, obwohl das eigentlich nutzlos ist, man macht ja damit nichts. Das ist Normaltyp und das ist nicht effektiv, also gegen nichts, also du nutzt das niemals, aber es sieht auf jeden Fall erstmal gut aus. Reicht auch hohe WP. Kann man also mal mitnehmen im Beutel für die Sammlung. Ein 100er wäre natürlich klasse, aber so viel Glück haben wir dann auch nicht. 132 war die Zahl, jetzt ist es auch tot. Wir gucken mal, ob wir ein besseres bekommen als eben. Auch wenn ich mir die Zahl wieder nicht gemerkt habe. Hier Kalsarikane aufgestiegen, wunderbar. Mit dem kleinen Adi-Account. 2478, 2473. Die sind beide mehr als das Beste von eben. Aber ist bestimmt immer noch schlecht. Hast du ein gutes eben gehabt? Nee. Aber jetzt hast du ja 4, ne? Vielleicht hast du ja jetzt was. Gut, 24, 46 ist das Höchste. Das wird nichts. Seht ihr, wir spielen einfach, man einfach fabelhaft trifft. Das ist so genial. Und es ist auch wieder im ersten Ball drin, genau wie das andere. So muss es sein. Wir bewerten es mal wieder kurz. Hui, ein 98er sogar. 15, 15, 14. Wieso habe ich sowas nicht auf meinem großen Account? Das ist genial, das könnte man hochziehen, aber er hat nur 12 Bonbons. Das wird also nichts. Das andere müsste dann relativ gleichwertig sein, beziehungsweise tippe ich mal drauf, dass das ein 96er ist auf dem anderen Account beim GEFA. Da freut er sich bestimmt. Das hat 78, das andere 73, also das müssen wir unbedingt fangen. Und da ist es auch drin, im zweiten Ball, also die wechseln sich ab. Gucken wir kurz beim GEFA rein, was der jetzt hat. Ein 96er. Sieht genau aus wie meins. 15, 15, aber nicht 14, sondern 13. Also richtig genial, da freut er sich bestimmt. 96er und 98er in der zweiten Runde. Das hat sich gelohnt. Wir tippen ja auch mal das Krabby an. Vielleicht ist es ja ein Shiny. Das sieht nämlich genial aus. Ist es nicht? Egal. Nehmen wir trotzdem mal mit. Beim Gefer natürlich nicht. Da machen wir schnell das Handy aus, um Akku zu sparen. Der hat sich gestern mit mir um... Wie spät war es denn? Um 2 Uhr? Um 3 Uhr? Hat er noch geschrieben, ja, ich kann ja kurz das Handy vorbeibringen. Ich schreibe so, ja, komm aber im T-Shirt. Ne? Und dann läuft er wirklich mit T-Shirt und kurzer Hose über den Markt bei minus 7 Grad. Ich habe gesagt, ich komme ihm entgegen. Ich halt auch so kurze Hose, aber ich habe wenigstens eine Jacke an. Aber der ist immer richtig hart im Nehmen. Steht so auf dem Markt, zittert komplett rum. Und dann haben wir schnell die Handyübergabe gemacht. Nachts im Dunkeln auf dem Markt. So muss man es machen, ne?
Ich laufe jetzt wieder zurück. Shiny war ja nicht dabei. Und ja, dann keine Ahnung, was war es eigentlich für heute. Genau, schreibt ihr mal rein. Was war euer Bestes heute? Habt ihr auch eins gehabt? Oder was ist das Beste überhaupt, was ihr im Beutel habt? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. So, der Kenny hat mich überzeugt. Der hat mich jetzt noch mitgeschliffen zu einem 5er-Raid, weil gerade noch ein Heatran in der Nähe war. Heatran? Wie auch immer. Und der Fischi hat ja eh gestern gesagt, oder vorgestern, du kannst auch ruhig mal einen 5er machen für den freien Pass, wenn es möglich ist. Und weil er eben der X-Raid war und ich hatte seinen Account eh dabei, habe ich gedacht, gut, nehme ich den gleich mit, den Gefer sein auch. Da freuen die sich bestimmt. Und guckt euch mal an, wie das dann aussieht. Da sitzt ihr dann hier gemütlich, habt drei Handys am Start in der Mini-Version, aber dann gibt es auch noch das Maxi-Menü. Da habt ihr dann gleich 4 Stück schön übers Lenkrad. Wunderbar. So müsst ihr Raids machen, das passt. Gönnt euch so einen IKEA-Tablet-Halter oder irgendwelche Dinge. Ne? Das ist krass, da könnt ihr in Ruhe zocken und könnt auch einfach schön 3 Handys immer am Start haben, habt immer eine Ablage dabei und der Fahrer kann sich immer schön aufs Lenkrad hängen. Jetzt müssen wir hier mal drücken. Dürfte auch keine große Sache werden, das geht ja schnell down. Da ist es auch schon wieder down, 232 Sekunden übrig. Wir gucken natürlich noch mal kurz, ob ein Shiny dabei ist. Sind ja genügend Möglichkeiten da. Ich tippe erstmal die 2 ersten hier durch. Nee, da haben wir nichts. 21,4 ist hier das Beste. Und auf dem Großen, der macht es wieder spannend. 20,99, auch noch unter 21, das ist doch nichts. Ja, Shiny. Oh, der Kenny hat mehr Glück. Der hat ein Shiny dabei mit 21,19. Ansonsten ja, ist das auch das Höchste sogar von den 4. Ansonsten nichts Brauchbares. Das war's aber jetzt wirklich von meiner Seite aus. Immer noch auf der Suche nach einem 100er Heatran. Aber ich denke mal, ich werde jetzt auch nur noch die täglichen Pässe machen und mir das aufheben, falls mal wieder noch was Krasseres kommt. Obwohl in letzter Zeit kamen ja nur Gurken, wenn ich da an dieses Terrakium, nee, nicht Terrakium, das Viridium und das Kobalium denke. Also da nimmt man lieber Heatran mit. Sieht gut aus. Ist nützlich, obwohl ich gerade nicht wüsste, wofür man das überhaupt nutzen soll oder einsetzen soll, aber egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses!